Hallo, liebe Hundefreunde. Neben mir liegt die kleine Ria, das ist eine Deutsch-Wachtelhündin. Die haben wir gestern frisch von ihrem Züchter abgeholt. Weil ich jetzt weiß, worauf ich achten muss, wenn ich einen Welpen nach Hause hole, ihr aber vielleicht nicht, habe ich mir gedacht, gebe ich halt euch mal ein paar Tipps dazu. Also, was wir bedacht haben dabei war, ich bin nicht alleine gefahren, sondern ich hatte einen Fahrer, damit ich in der Zeit, wo wir Auto fahren, halt mich um den Welpen kümmern kann. Ich habe ihn die ganze Zeit auf meinem Schoß gehabt, hatte dazu eine Decke mit und für alle Fälle ein Handtuch, falls er vielleicht doch nochmal spucken musste. Um das Spucken größtmöglich zu vermeiden, haben wir mit dem Züchter einen Termin abgesprochen. Der wusste, wann wir kommen und hat halt die letzte anstehende Fütterung für die kleine Ria ausfallen lassen, damit sie mit möglichst leerem Magen im Auto mitgenommen wird und halt das Spucken halt möglichst vermieden werden kann. Was wir auch mit hatten, war eine kleine Leine, also so eine dünne Leine, einfach um sicherzustellen, falls ich mal anhalten muss, weil der Hund pieseln möchte, dass er mir halt nicht vielleicht doch noch vor lauter Angst irgendwie, kann alles passieren, auf die Straße läuft oder sonst wie. Wir haben es für sie eigentlich gar nicht gebraucht, weil die war nur pieseln und dann gleich wieder auf dem Arm und weiter sind wir gefahren. War kein Problem. Also zusammenfassend vielleicht mal, sprecht mit dem Züchter einen Termin ab, habt dabei eine kleine Leine, vielleicht auch Halsband und Leine, also je nachdem, was ihr dann für den Hund benutzen möchtet, eine Decke, ein Handtuch und ein Fahrer, dass ihr euch um den Hund kümmern könnt während des Autofahrens. Ja, zur Ankunft zu Hause an sich ist vielleicht noch zu sagen, also macht alles andere, aber bestimmt keine Willkommensparty mit sämtlichen Freunden und Bekannten, die jetzt alle den kleinen, süßen Welpen sehen wollen, weil braucht er nicht, braucht er gar nicht. Der braucht erstmal Ruhe und soll sich das alles angucken können, wo er dann später zu Hause ist. Was auch geht, wenn er wird ja Hunger haben, weil er beim Züchter nichts bekommen hat, dass man ihm schon mal zeigt, wo sein Futter steht, dass wir eine Futterration anbieten, wo das Wasser ist, vielleicht hat er auch Durst, wenn die Fahrt ein bisschen länger war. Dann kann man ihn bitte gerne streicheln, liebkosen, alles da, aber nicht duzi duzi und auch nicht jetzt hier, alle wollen sie spielen mit ihm, das nicht. Dann vielleicht gleich mal so für Neuwelpenbesitzer sozusagen der Tipp, wenn der Welpe gefressen hat, wenn der Welpe gesoffen hat, sowieso, wenn er wach wird, dann klemmt ihn euch unter den Arm und bringt ihn raus, weil dann muss er sehr wahrscheinlich pieseln. Das ist bei denen wie bei kleinen Kindern. Und wenn ihr das beachtet, dann habt ihr den Hund auch recht schnell stubenrein. Für die Nacht, das ist ja vielleicht so dann der Knackpunkt, weil nachts möchte ich eigentlich auch mal schlafen, dann kann ich nicht die ganze Zeit schauen, was der Welpe macht, ist für mich das Unumgängliche eine Hundebox. Da kommt er rein. Die Hundebox, die steht aber auch bei mir neben dem Bett. Die steht nicht irgendwo im Keller, das sowieso nicht, sondern neben dem Bett, weil ich möchte mitbekommen, wenn der Welpe sich meldet, weil in seine Hundebox wird er nicht reinmachen wollen. Das mögen die nicht. Das ist sein Bettchen, da wollen sie nicht reinstrollern. So nutze ich einfach aus, weil dann merke ich, wenn er raus will, weil er wird mich wecken mit seinem Gequietsche. So, dann auch wieder, habt ihr euch am besten schon Klamotten bereitgelegt fürs Rausgehen. Hund kommt unter den Arm, lasst ihn nicht bis zur Tür laufen, weil das hält er nicht durch, der setzt sich hin und pieselt los. Also Hund auf dem Arm, raus von der Tür raus. Und dann setzt ihr ihn auf den Boden. Am besten geht es bei den meisten Welpen auf Gras. Und geht mit ihm einfach. Der wird sich hinsetzen und wird pieseln. Ein bisschen quietschen wird er vielleicht, aber nicht beachten. Einfach gehen. So, und wenn er dann Pisi macht, dann lobt ihr ihn. Also sagt ihr, oh fein, ganz toll Pisi gemacht. Also ein bisschen Theater spielen. Der Hund freut sich und hat eine gute Verknüpfung, wenn er draußen pieselt. So, wenn das mitten in der Nacht ist, dann mache ich da auch keinen großen Aufstand. Das wäre mir auch egal, ob der Hund jetzt da mit mir spielen möchte oder nicht. Er soll sich wirklich gleich von Tag 1 dran gewöhnen, wie der Tagesablauf sein wird. Hat er also in der Nacht fertig gepieselt, vielleicht auch Kacki gemacht, klemme ich ihn mir wieder unter den Arm, trage ihn rein in seine Box, Tür zu, Licht aus und ich gehe auch in mein Bett und ich schlafe. Sollte eigentlich mit einem normal strukturierten Welpen dazu führen, dass der innerhalb von ganz wenigen Nächten durchschläft. Ist kein Zauberstück. Thema Abholung, Transport nach Hause, Stubenreinheit ist eins.
Was natürlich auch bei jedem Welpenbesitzer dann ein Thema ist, ist das lästige Beißen. Also wenn die einfach übermütig sind und spielen wollen, denen ist das egal, ob das jetzt euer Kind ist, ob das eure Klamotten sind oder eure Hand. Da wollen die reinbeißen. Das meinen die nicht böse, die sind deswegen auch nicht aggressiv oder sonst wie was. Aber es ist einfach deren Trieb. So, jetzt brauche ich auch nicht warten, bis der mal ein bisschen älter ist, um ihm das zu senden, dass er das nicht darf, sondern das mache ich von Tag 1 an klar. Wie ihr jetzt seht, die Ria ist jetzt absolut ausgeschaltet. Die durfte gerade spielen mit anderen Welpen. Die ist komplett müde, da können wir jetzt nichts zeigen von wegen Beißhemmung, weil die wird mich jetzt nicht beißen. Engelchen schläft. Aber freut euch auf den nächsten Teil und erfahrt, wie ihr auch euren Welpen das eben abgewöhnen könnt. Einen ganz wichtigen Tipp habe ich noch. Ich erzähle die ganze Zeit, du sollst den Welpen unter den Arm klemmen, wenn du jetzt zum Pisi machen mit ihm rausgehen möchtest. Aber ich habe noch gar nicht gezeigt, wie das denn vernünftig geht. Falls du das noch nicht weißt, zeige ich dir jetzt, wie das läuft. Also, man nehme eine freie Hand. Damit gehst du unterm Brustkorb längs und hältst eigentlich praktisch den äußeren Vorderlauf vom Hund schön fest. Dann kann er dir schon mal gar nicht mehr weg. So, die Ria will gar nicht aufstehen, weil die ist so müde. Und mit der anderen Hand gehst du unter den Hundepopo. Und dann hast du den Welpen schön auf dem Arm und nichts kann passieren. So, guck mal. Ja, die beschwert sich jetzt. Wer weckt mich hier? Ja. Und das Runterlassen, genau auf die gleiche Art und Weise, halt bloß rückwärts. Immer sicherstellen, dass dir der Hund nicht runterfällt. Das wäre eine Katastrophe. Runtersetzen, nicht fallen lassen, weil die Gelenke sind noch so weich und könnten sich, wenn man das jetzt ein paar Mal am Tag falsch macht, verformen und der Hund könnte einen Schaden nehmen. Das möchte ja niemand. Ne? Immer schön dran denken. Zwei Hände. Sowas natürlich niemals, ja? Niemals. Immer schön dran denken, Hund muss sicher hochgehoben werden. Ja, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest einige Anregungen davon mitnehmen. Gib mir doch ein Like, wenn das so war. Ansonsten, wenn du gar nichts mehr verpassen möchtest von meinen Tipps, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Deine Steffi Salostowitz.